Oh, dann ganz nett, hätte ich ja eigentlich noch ein Like geben können, ja? Und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich soweit. Zu einem gemütlich verstrahlten Trip auf die See. Auf Seas. Hallo. Ich hätte die Kamera nicht anmachen sollen, das ist so. Die krasse Zumutung. Aber ja. Schön, dass ihr dabei seid, meine Süßen. Ich wollte mich mal wieder ganz bescheiden mit meinem kleinen Kudder hier auf die offene See wagen. Da hinten der Sturm am Tor, richtig cool. Ich habe keine Ahnung, ey. Ich möchte eigentlich nicht mal großartig eine Mission einsacken, wobei ich hätte Lust, irgendein Ziel am Horizont zu haben. What is it? I love the English accent, my friend. Und ich nehme an, Angebot des Goldsammlers durchstöbern. Vom armseligen Lutin Lobucks geraubte Beute. Da geht noch nie allzu viel, ne? Lustigerweise habe ich mich gestern noch mit der Liebsten irgendeiner random Session angeschlossen. Vierer-Truppe, Galeone und so. Die haben mich erstmal kurz in den Käfig gesperrt so und waren relativ hartnäckig und hab denen noch ein Liedchen getrellert und all so ein Kram. Dann haben sie mich wieder rausgenommen, mit zum nächsten Hafen genommen, ihre anscheinend üppige Beute ausgeliefert und ey, ohne Scheiß, ich habe einfach mal, ich glaube im Vorfeld 600 Taler gehabt und 2000 dazu gekriegt für 5 Minuten im Knast sitzen und eine Runde zum Hafen fahren. Das war ein nettes Geschenk, muss ich sagen. Done. Doch, doch. We're done. Alright, my friend, I'm out here. You have a really rude tune. That's not good, I think so, but okay. Hallo. Ende vom Lied ist die wunderschöne, dynamische Sonne wieder über dem Horizont auftaucht. Und ich liebe diese Wolken. Habe ich das schon mal gesagt? Guten Morgen, die Dame. Immer fleißig dabei. 24 Stunden am Durchhämmern. Mission Junior weh du, meine Süße. Aber gut. Ich suche einen ganz gemütlichen. Nee. Alright, my friends, let's see what we can do. And eine kleine Schatzsuche hätte doch mal was für sich. Vielleicht treibt uns das wieder ans Ende der Welt ein wenig. Ich freue mich währenddessen wahrscheinlich eh um Kopf und Kragen. Und ich hätte Lust, das ein oder andere kleine Wrack am Horizont, was ja generiert random auf das Meer gespuckt wird, einzusacken und so weiter und so fort, den ein oder anderen Sturm hinterher zu jagen, mal schauen, was die raue See uns bringt. Für Fahrt abstimmen, ich bitte drum. Wir sind ja nicht allzu viele, meine Freunde, hier auf Deck, ne, leicht schizophren der Steuermann hier unterwegs. Aber gut, für Abbruch der Fahrt stimmen, ich glaube nicht, Tim, alles gut. Mal gucken, ob gleich hier die vietnamtechnischen Helikopter im Himmel erscheinen und uns ein bisschen Napalm auf die Birne werfen. Okay. Ende vom Lied ist, wir haben ja sogar zwei Sachen am Start. Wie kommt's, ihr Süßen? Kann man hier doch mehreres irgendwie mit sich bringen? Ist ein schnirgeliges Island. Sieht auch recht bescheiden und klein aus. Das ist natürlich auch recht markant, das Ding, ne? Ob ich die Schatztruhe noch jedes Mal an dem Hafen zurückbringen muss, wo ich die her habe? Ich weiß ja nicht, Tim, ne? So, wo können
könnten diese Schmuckstücke. Ach, schau mal an. Das ist doch schon mal ganz gut gelaufen. Das ist so 1 zu 1, oder nicht? Ja? Machen wir mal an das Teil. Ist auch nicht allzu weit entfernt. Jetzt nur noch mal gerade nachgeschaut, ob das denn soweit stimmt. Tada! Also, wenn es das nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Ja. Heißt auch dementsprechend, wir sollten in den Süden schippern. Der Tree Rock Island vorbei. Und immer der Nase nach. Hallo. Hammergeil, hammergeil, wie es da hinten die Wolke schon wieder zerpflückt hat. Ich hoffe, Süden, alright, Baby, ins Auge des Sturmes hier. Habe ich Bock drauf? Und kurz mal nebenbei. Schmeiß mal gerade ne Party an, du. Wein, dass die wieder Nerven ab. Einladung für Party auf oder nicht? Ich bitte drum und wir sind voll auf Empfang. Okay, ich setze die Segel. Oh yeah, ein nicer Wind. Das habe ich auch erst mit dem Chorabgang bei Aqua gecheckt, ja? Ich kriege die aber gerade nicht so. Ach so, das ist auch nur zum Hoch und Runter. Wir haben das auf beiden Seiten einmal. Hier drehen wir das Schmuckstück. Interessant, interessant. Aber gut, setzen wir den Anker, lichten wir den, meine ich, die alten Seebären. Denn raus in die Rohe See hier. Kann nur schief gehen, wir alten Landratten. Oh, geh mir nicht auf den Keks, jetzt habe ich irgendwas da. Alright, Baby. Gen Süden. Arr. Ich werde jetzt schon direkt wieder den ersten Unfall wagen, oder was? Ist recht mutig, den Pet hier zur Seite zu legen, ne? Aber läuft. Alright, kurz mal die goldene Mitte gefunden. Der Kompass ist ganz gut unterwegs und fantastisch. Der Blick auf die raue See hier wieder. Ich stell mich mal fix online, ja du. Und wir streamen live ist klar, du. Hammergeil. Komm schon wieder ein bisschen vom Kurs ab. Ich glaube, das ist das Ende vom Lied. Das ist die eine Insel und wir müssen hier jetzt ab durch die Mitte. Fantastisch, ey. Fantastisch, Alter. Die diamantglitzernden Wellen vor uns, ey. Es gibt auch nichts Schöneres, als hier vorne auf der Spitze zu stehen und in diesem Canyon aus Wellen zu verschwinden, ey. Hammer, umringend schon fast klaustrophobisch das Ganze ist, ey. Aber wunderschön. Sind genau auf richtigen Kurs, Matrosen. Nice. Und ich glaube, da vorne haben wir es auch schon. Und die Mucke, ey. Super, super. Sie fällt mir natürlich gar nicht. Was passiert das denn wohl? Das kleine Island hier rechts von uns, oder was? Interessant, ja. Mal schauen, inwieweit wir hier auch noch auf feindliche Piraten stoßen, die uns diesen Goldschatz gleich vielleicht etwas. Das Schlusswort finde ich nicht mehr. Hammergeil. Ich könnte mir da stundenlang reinziehen. Ey. Ich hoffe, dass Microsoft recht zufrieden mit dem Andrang ist. Es hat auch einen überraschend großen Hype zu
Beta-Zeiten wie auch jetzt dem Release entwickelt, auch wenn die Blase jetzt wohl bald platzen wird. Trotz alledem nehme ich an, dass Microsoft das Ganze drumherum schon ein wenig gefällt. Verkaufszahlen technisch wird man da, glaube ich, keinen Blick drauf werfen, da es vor allem jetzt ein Argument für den Game Pass selbst werden soll. Naja, hallo. Das sieht natürlich nicht gesund aus. Da werden wohl den ein oder anderen skelettierten Boratin zur Hölle schicken müssen. Sind wir denn aber hier auch richtig? Ich glaube soweit. Ja, alright, Mal schauen, ob wir in puncto Einparken ein bisschen dazugelernt haben. Ich bezweifle das ja schwer. Aber schauen wir mal. Ich glaube, ich drücke jetzt auf jeden Augenblick hier den Anker rein. Und wird schon schief gehen. Hammer! Haben sich nochmal unsere Segel richtig in den Wind gelegt. Und ai ai, Captain! Ahoi! Nice! Nice! Alles geplant und schon nur so. Prösterchen. Oh, und wie unser Schmuckstück. Meere thronend. Die Wellen ihn ein wenig am Hin- und Her schaukeln sie doch. Ich liebe das. Bretter können wir noch ein paar gebrauchen. Vor dem Kopf habe ich zwar schon genug, aber in der Tasche haben wir noch ein bisschen Platz. Oh, da zischt und wiegt schon wieder. Da, 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 da. Komm aus diesem Weihnachtswürmer. Meine Fresse, the island of fucking snakes hier. Ende vom Lied ist jetzt gerne nochmal einen Blick auf die Karte geworfen, um sicher zu gehen, dass wir hier auch richtig sind. Aber gut, ich begebe mich mal an die Spitze, hoffe, hier zischt es uns nicht wieder direkt dann an. Wow, yeah, baby, oh mein Gott, der Scheiß drauf, ob wir hier richtig sind. Den Ausblick war es schon mal wert, ey. Da haben wir das kleine Schmuckstück von andere Insel und wir direkt am Ende dessen der Klippe dort und Arsch, wir bewegen jetzt zurück an die Strand und direkt dort müsste das Schmuckstück am Stein auf uns warten. Hallo. Wir brennen noch ganz schön die Äuglein. Meine Liebste hat sich heute fleißig und aufopfern zur Frühschicht im Pflegeheim begeben. Das am gemütlichen Sonntag. Ich faules Back zurückgelassen, aber es ist schon in Ordnung. Dementsprechend habe ich dieses schnuckelige Bett hier übernommen. Was einer Prinzessin wie mir würde. Hallo. Geiler Scheiß, wir haben es voll drauf, ey. Wir haben es richtig drauf. Sunshine after the rain. Oh, und die Truhe sieht auch ein bisschen schnieker aus als das letzte holzige Drecksding, was da kassiert. Nice, ey, nice. Das geht ja überraschend fix und gut hier von der Hand. Oder? Ab wieder auf unser Schiff geschwungen. Da, 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 da. Was ist der Clou natürlich auch, glaube ich, an diesen random technisch generierten Schwachsinnsmissionen ist, die sich nicht alle nur auch gleich spielen, sondern eins zu eins auch so klingen. Nice, ey, ich pack das Ding hier unter Deck, ey. Wie oft bin ich anderen Piraten aufs Schiff gekrochen, um denen die Schätze zu klauen? Manch einer packt dir ganz kackendreist oben neben sich auf den... Wie lege ich dich hin? Dankeschön. Na, jetzt schön da, wo du bist, meine Süße. Ne? Okay, läuft. Na und? Ende vom Lied ist kurz mal jetzt hier noch auf die Korde geblickt. Uno momento, el compañero. Und wir müssen gen Norden wieder ab zum Hafen schnell. Immer noch die andere Dingens am Start, sollten wir nicht vergessen. Werfe ich nochmal einen kurzen Blick drauf. Lass mich jetzt aber auch nicht groß ablenken. Ich habe ein Talent dafür, solche Erfolge mehr zu versinken. Dementsprechend
Gehen wir jetzt unseren Schatz mal hier safen. Und okay, kurz mal das Steuerrad, glaube ich. Das wird böse enden. Wir sollten links um die Insel rum. Besser ist. Kurz mal nicht ganz so aggressiv das Segel gespannt. Und Onkerlicht, meine Freunde. Auf, auf! Arrrr, Sigmunds Garn. Ja. Oh, das. Au, nicht so nice. Aber alles cool. Ich drehe kurz mal das Rott hier in die richtige Richtung und dann werden wir wohl wieder ein paar Dingens flicken müssen. Oh, das geht so schief. Alles, das wird so schief. Geh beruhig dich. So, alles cool. Oh, fuck off, Alter. Ist ja noch recht überschaubar hier. Der Schaden selbst, aber müssen wir unbedingt, ne? Da oben haben wir noch ein paar Löcher. Oh, ich sitze, glaube ich, hier auch schon wieder auf der Insel, ne? Ficke! Gut, dass wir ein paar Bretter kassiert haben da an Land, ne? Komm da gerade noch recht gut mit klar. Wir müssen jetzt auch zusehen. Das ist das schwere Los eines einsamen Seewolfs wie mir. Alles cool. Bevor ich jetzt das Wasser da rausschütte, schaue ich mal, ob da... Oh mein Gott, was für Wellen sich da wieder auftürmen. Wunderschön und doch so bedrohlich. Seien Sie heute mit dabei im Discovery Channel. Mit den einsamen Piraten J. John Capone auf seiner letzten Fahrt in die moderne Welt. Zum Dahinschmelzen. Da könnte ich mir ja fast noch hier ein halbes Stündchen hinlegen zum Schlafen. Mich dahin wiegen lassen. Digga, what the fuck? Wirst du jetzt zum Morgenmensch? Du sag mir, du hast durchgewandert. Ja. Hallihallöchen, mein lieber Outro. Ich hoffe, du hast mich noch nicht schon wieder hier verlassen. Aber, du siehst, was die Frauen mit einem machen. Furchtbar. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Hammer! Oh, ist das wunderschön. Ne? Fantastisch. What the fuck, Alter, ey. Das war meine Flinte, ne? Das hat mich Rottenziller erschrocken, so. Wir sollten uns nicht so ablenken lassen von diesem wunderschönen Panorama. In Norden segeln meine Freunde. Hi ho. Hi ho. Guten Morgen, Old Boy. Ich hoffe, du hast einen schönen Freitag gehabt, guten Schlaf und startest jetzt dementsprechend gemütlich in die Wochenende. Trotz, dass ich ja so früh aus dem Bett gefallen bin, ändert das nichts an Schaden. Aber ja, die Dame ist dran schuld. Ich weiß nicht, ob du das noch mitkriegst. Ein neues Headset am Start. Ja, nice. Wobei relativ. Der Luxus ist mir nur gegönnt, wenn wieder bei meiner Süßin am Chillen bin, da ich das dem Bruder von ihr geklaut. Den habe ich aber mein PlayStation Wireless Headset aufgedrückt, was ich ja meinem Bro Kai abgeschwatzt, ey. Hammer! Wunderschön, oder nicht? Sag mal, mein lieber euch. Ah, herrlich. Ah, da kann man sich doch gleich nochmal in die Kajüte werfen und ein Stündchen nachlegen, was den Schlaf angeht, ne? Aber ja. Wow, ey, wie uns die Wellen hier am Entgegenschießen sind und wir mit unserem kleinen Kutter am Durchbrechen. Schauen wir kurz einmal auf die Karte. Unser Ziel nicht schon wieder verfehlen. Das ist die Tree Rock Island, würde ich mal schwer behaupten, hier zu unserer Rechten. Wahnsinn, Alter. Echt Ironie, dass doch dieses bescheidene Cell-Shading-Schmuckstück von Spiel letztendlich das wohl grandioseste echtzeitberechnete Meer der Videospielgeschichte mit sich gebracht, Alter. Wer zur Hölle will das toppen? Ganz ehrlich, ey. Fick auf AC4. Ich bin gespannt auf Skull and Bones. Wer von Skull and Bones gehört, ihr Süßen, ey? Das neue marktforschungstechnische Monsterwerk von Ubisoft. Wobei marktforschungstechnisch schon wieder relativ. Man ist da recht experimentell
Spiel auch schon bei For Honor unterwegs. Ich hätte eigentlich gedacht, dass sie damit so weit auf die Schnauze gefallen sind, dass sie sowas mittlerweile lassen, aber Hut ab. Könnte auch ein grandioses Multiplayer-Schmuckstück werden, was echt mal wieder Abwechslung mit sich bringt. Ich sollte vielleicht mein Britney Spears-würdiges Bäuchlein hier verdecken. Aber ja, das Ende vom Lied ist, Assassin's Creed 4 das erste seiner Reihe wieder war, was seit dem zweiten Teil gezockt, nachdem wir es so verwässert hatten mit Spin-Off after Spin-Off mit dem abgefuckten Drecksi-Dakar. Entschuldigung, ich liebe sie, aber Ezio ging mir schon tierisch auf den Keks, der blöde Wichser, Alter. Ey, da war Alter ihr für mich schon sehr viel glaubwürdiger, wenn sehr viel weniger Kontext gegeben war, was seine Vorgeschichte anging, Alter. Aber der bescheuerte Loverboy, Alter, Ezio, der dann Rache für seine Eltern genommen hat, etc., was ja soweit noch ganz glaubwürdig, aber der allerschwerste Vollidiot und schwere Nöter dann auch immer anfängt. Ja, so, ey, okay, ich finde eure Sache echt klasse, Mann. Ich weiß überhaupt nicht, was hier geht, aber ich werde für euch kämpfen und... Nee, ey, scheiß drauf. Trotz alledem war Assassin's Creed 2 noch ein richtiges Schmuckstück. Ich fand Teil 1 sehr viel besser. Also da hat sich die Reihe schon zurückentwickelt. Was viele immer meinen, dass ich Schwachsinn erzähle. Weil ja alle immer sagen, dass man beim ersten Teil ja immer dasselbe getan hat, etc. pp. Das war aber von einem selber abhängig, ihr Spasten. Tut mir leid. Aber das Ende vom Lied ist, Assassin's Creed 2 hat alles, was man im ersten Teil noch selber im Attentat planen und vorbereiten konnte, selbstständig einen vorgeworfen und aus der Hand genommen, ey. Und dann auch noch in einzelne Missionsaufschnitte geteilt, ey. So ein Schwachsinn, Mann, Alter. Im ersten Teil konntest du dir deine Infos holen, wusstest, wo die Wachen waren, Alter. Entweder hast du die dann sneaky-mäßig weggemacht, etc. pp. Es gab auch noch so viele Alternativen. So ein bisschen Hitman-like, wobei weit entfernt von dem Genie in puncto abwechslungsreichen Smeucheln, aber ja. Oh, wir spielen ja Sea of Thieves, ne? Lustig. Ende vom Lied ist, man, oh mein Gott, ey, oh mein Gott, oh mein Gott, ich habe ja einen Schatz auf dem Schiss liegen. Das geht so nicht, Freunde. Ist echt duster hier in der Bude. Wunderschön. Ich habe schon wieder Lust, meine kleine... Na, komm on, Oldboy, hilf mir auf die Sprünge. Ich habe Ziehharmonika im Kopf, das ist so dermaßen, aber das ist ja... Gib mir den Blues. Aber irgendwas mit Harmonika. Oh, weiß ich hier, das Ding da. Ai-ho, ai-ho. Okay, Alter, hier sind wir schon wieder in Apokalypse Now gelandet. Entschuldige, dass mit dem Chat nicht so klar komme, aber ist ja eh alles geschmeidig. Bin ich zurück zum gemütlichen Samstagmorgen und wir schnappen uns mal das Schätzchen hier. Im wahrsten Sinne des Wortes. Muhaha. Ich verlaufe mich 20-fach in meinen bekloppten, nostalgischen Pointen. Dementsprechend komme ich jetzt trotzdem da wieder drauf zurück. Skull and Bones, cooles Seeschlachten-Multiplayer-Spiel von Assassin's Creed, Ubisoft, missgeburten Kindern. 4 war das erste, was ich dann wieder gezockt habe. Und ich fand's fantastisch, zumindest als verfickte Piratensimulation. Wir fahren auf die 7 Weltmeere. Letztendlich nie durchgezockt, weil sobald ich einen Schritt an Land, Alter, getan habe, ich vor Langeweile gestorben bin bei dem Selbstläufer vom beschissenen Assassin's Creed Assassinen-Gameplay, Alter. Das hat sich einfach nur noch selbst gespielt, der Rotz, ja. Und dementsprechend, ich habe aber trotzdem 30, 40 Stunden da reingesteckt. Hallihallöchen, Henry. Ich hoffe, hier was Schönes für dich, mein Freund. Also dementsprechend reiche ich dir den Schatz. Truhe des Kapitäns verkaufen. Nimm einfach. Nimm es und... Wow, who the fuck is Alice? $720 kriege ich dafür. Das ist immer schon ein Ding, du. Ich soch ja das Teil so ein bisschen schnieker aus, wa, Henry? Ein Dümpfbier, ne? Sollen wir uns vielleicht noch hier einen... Oh, da sind wir aber fleißig im Rang gestiegen, du.
Hi-ho. Ich kann hier nicht aus dem Bild fliehen. Könnte ich so oder so nicht, weil ich viel zu faul und festgefahren in dieses wunderschön kuschelige Bettchen meiner Liebsten bin. Oh, jetzt habe ich schon wieder ein schlechtes Gewissen, ey. Die Dame ihre 8 Stunden Wochenendschicht am meisten ist. Aber alles cool. Oh, he's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. Oh, dear, where comes this fantastic music out? Let me hear and sing a song with you guys. Egal, das ist auch fantastico. Ich wollte gerade sagen, wir sind ganz schöne Idioten. Also dafür müsste irgendjemand mich eigentlich schon wieder aus der Kneipe schmeißen, dass ich anfange, meinen eigenen Beat aufzusetzen. Aber jetzt wissen wir warum. Wir haben den besseren Shit am Start. Boah, was ich mir anmaße, ey. Jolly Good Fellows, Alter. Okay, ich hole mir jetzt noch so einen bescheuerten Kopfgeldauftrag. Mir geht's echt gut hier, ne? Kann mich nicht beklagen, ja. Aber ja, zum Thema Morgenmensch, wie gesagt. Ich habe mich dann wenigstens kulanter und artigerweise gestern überreden lassen. Vielleicht auch, weil die Augen sehr schwer waren. Und das Bett so gemütlich und das Dekor meiner Frau so kuschelig. Einfach ruhig. Mich mit ihr zu humaner Stunde zu bettigen. Und zwar um 11 Uhr und bin seit 7 Uhr aus dem Bett gefallen. Crazy Motherfucker. Was machen wir jetzt eigentlich? Ich hole mir jetzt noch einen kleinen Auftrag hier ab von der alten Voodoo-Priesterin. Beende ich, glaube ich, diesen Bad hier für ein Sekündchen, ihr Süßen. Und dann Madame Oksana. Open your mind to me. Ich weiß nicht. Open your mind to me. 0190 8866. Ruf mich an. Oh, ich habe keine Möglichkeit zu fliehen aus dieser. Ich werde jetzt den Part einfach beenden. Kurze Minute, wenn nicht sogar nur Sekunde out of order sein, also schrecklich nicht out of order. Dann bin ich wieder am Start. Angebote des Seelenordens durchstöbern. Na, welch skelettierten kleinen magersüchtigen Wichser hast du noch hier so auf der Agenda stehen? Puh, das Aufeinandertreffen mit der armseligen Crew der Crimson Hell. Ja, auf diese Einführungsweise eine armselige Crew. Ist das wirklich eine armselige Crew? Ich möchte euch noch dreifach wiederholen und mit generischen Drecksätzen um euch werfen, was einfach nur wieder die Atmosphäre stört. Und ich habe mittlerweile 3.382 Taler auf der Schocke. Bring me minds to read. Lustig, lustig, tralala. Ja, einfach auch. Okay, cool. Goldschatz mal wieder abgeliefert. Das finde ich eigentlich richtig dufte so, ey. Und wunderschön, mit diesem Blick auf die offene See, auf Zeus. Praise to the sun, my friends. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir enden diesen Bad an dieser Stelle. Oh. Besser ist auch. Twitch-technisch, fliegender Wechsel. Ich sehe da, da hat sich gerade ein Wind in die Segel gelegt. Mit dem starte ich jetzt raus aus diesem Party. Ich wünsche euch Seeratten, Landmatrosen und so weiter und so fort. Und schön. Guten Morgen, Mittag, Abend. Weiß der Geier, wann ihr diesen Wahnsinn zu sehen kriegt. Good night, good fight.